hier, Uschi Helmers von der BI Wietze. Und auch Eckhard Niemann, Koordinator des Bundesnetzwerks in der ABL. Okay, Uschi, du fängst an und gibst uns einen Einblick. Was geschieht in Wietze? Ja, 7000 Menschen haben sich im August des letzten Jahres davon überzeugt, was in Wietze passiert. Sie haben mit uns gemeinsam den bestehenden Schlachthof umzingelt. Der Schlachthof war politisch gewollt und wurde hoch subventioniert. Geplant und genehmigt wurde er mit einer Schlachtkapazität von täglich 400.000 Hühnern. Seit circa 2 Jahren wird dort gut die Hälfte, das sind 200.000 Hühner täglich, nicht nur für Deutschland, sondern weit darüber hinaus zu billigem Fleisch in Massen verarbeitet. Warum macht unsere Bürgerinitiative weiter? Weil unsere 800 Mitglieder alles dafür tun, dass dieser Schlachthof niemals seine geplante Kapazität erreichen wird. Schon jetzt werden mehr als 200 Mastanlagen mit je 40.000 Hühnern für die Auslastung benötigt. Diese Tiere werden unter erbärmlichen Bedingungen in knapp 40 Tagen von Landwirten gemästet. Gerade hier zur Grünen Woche in Berlin appellieren wir an alle Landwirte: Lasst die Finger von den Angeboten der Agrarindustrie. Nicht in ihrer Abhängigkeit, nicht ihr, nicht euer Wissen, euer Land ist für sie wichtig, aber wir brauchen weiterhin Bauernhöfe statt Agrarfabriken. Nach mir werden die unausweichlichen Folgen auch der Massentierhaltung beschreiben. Die Folgen für alle Menschen, die Tiere, die Umwelt und das Klima. Aber wir alle gemeinsam haben uns zu diesem breiten Bündnis zusammengeschlossen und wir sagen zum 4. Mal, wir haben diese Agrarindustrie satt. Wir fordern euch auf, setzt euch endlich für enkeltaugliche Ziele ein. Vor langer Zeit wurden Händler und Geldwechsler aus den Tempeln vertrieben. Wir fordern unsere Abgeordneten auf, vertreibt die Lobbyisten der Agrar-, Chemie- und Pharmaindustrie aus euren Büros. Lasst euch die Gesetze nicht von den Lobbyisten schreiben. Denkt selber, hört auf die Bürger, schaut euch in unserem Land und in der Welt um und lernt von den vielen guten und schlechten Beispielen, die es längst überall gibt. Und unserer Bundeskanzlerin sagen wir ganz deutlich, wir wollen die Demokratie nicht an den Markt anpassen. Dafür müssen wir keine Politiker wählen. Damit macht sich Politik überflüssig. Ernährungswende anpacken. Für gutes Essen, gute Landwirtschaft, für alle. Danke. Dankeschön, Uschi.